So, mittlerweile ist draußen ein Gewitter aufgezogen, deshalb bin ich lieber reingegangen, weil ich nicht im Regen essen will. Ich hätte auch einfach nicht gedacht, dass das am ersten Tag mit dem Feuerstein so gut klappt, dass ich mir tatsächlich so ein köstliches Spiegelei zubereiten kann. Und unten hatte ich dann gar kein Besteck dabei, deshalb bin ich hochgegangen und werde jetzt hier mein Spiegelei aufessen vor laufender Kamera. Boah, Hammer. Man braucht da nicht mal Salz. Also wirklich lecker. Kylie, Hammer. Willst du auch mal probieren? Komm her. Mm.
Ja. Achtung. Und wie ist es? Lecker. Aber schon ein bisschen verbrannt. Nicht nett. Sollen wir aber jetzt immer über dem Feuer kochen? Mhm.